Moinsinn und willkommen zu einer neuen Folge von Ein Pro macht's vor. Und heute schauen wir uns Tuzin an, denn er hat Irelia Support gespielt. Das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Aber aktuell ist es normal, dass wirklich sehr, sehr kreative Supports gespielt werden. Unter anderem hat Yellowstar mit Nautilus Support gezockt, wohlgemerkt in der LCS. Ja, nicht einfach so aus Spaß. Außerdem kommt noch Maokai hinzu und es werden wirklich sehr, sehr kreative Dinge da unten ausgepackt und ja, Tuzin hat es mal mit Irelia probiert. Sie selber ist auf jeden Fall etwas untypischer in diesem Bereich, denn normalerweise kennen wir sie als brutalen Toplaner, der mit der Stärke der Einigkeit bzw. dem Trinity Force alles zerschnetzelt, was hier in die Quere kommt. Auf der Support-Position wirkt sie also daher ein bisschen fehlbesetzt, aber ich glaube das Beste ist, dass wir zunächst erstmal klären, was macht denn ein Supporter aus? Was muss er denn bestimmtes können oder bestimmtes mit sich bringen? Hierbei werden aber nicht alle Aufgaben besprochen, die ein Support einfach zu erledigen hat. Der Klassiker allerdings ist, dass ein Supporter beschützen soll. Sei es den AP-Carry, das ganze Team oder natürlich hauptsächlich den AD-Carry. Das Ganze bewerkstelligt er dann mit einer sogenannten CC, das bedeutet Crowd Control. Das heißt Betäubung, Verlangsamung, Verstummung und natürlich die Knockbacks oder Knockups. Mit solchen Fähigkeiten ist man in der Lage, gegnerische Tanks oder generelle Bedrohungen von dem Team oder von dem AD-Carry wegzuhalten. Außerdem ist ein Supporter dafür zuständig, jemanden zu buffen, also zu verstärken. Es hängt mit dem Beschützen auf jeden Fall zusammen, denn es geschieht in Form von Schilden oder Heilung oder Movement Speed oder Attack Speed Verstärkung. Eine weitere Spezialität, die ein Supporter drauf haben muss, ist mit Armut klarzukommen. Supporter haben wesentlich weniger Gold zur Verfügung als alle anderen Positionen. Und damit gilt es klarzukommen. Das bedeutet, eure Grundwerte, euer Grundschaden bzw. die Fähigkeiten ohne AP oder ähnliches müssen immer noch sehr, sehr effizient sein. Naja, und die letzte Aufgabe, die ein Supporter eventuell übernehmen muss, ist der Initiator oder gar der Playmaker sein. Denn nehmen wir zum Beispiel Any Support als Beispiel, die immer noch sehr, sehr populär ist, kann einen ja, zwar mit Betäubung aushelfen, aber nicht in so einer hohen Frequenz oder nicht in dem Potenzial, was zum Beispiel eine Janna oder ein Thresh mitbringt. Dennoch ist sie sehr, sehr beliebt, weil sie gerade diese Initiatorrolle sehr gut einnimmt und natürlich auf der Lane auch eine gute Dominanz hat. Und jetzt schlagen wir mal den Bogen zu Irelia, denn sie ist, wenn überhaupt, Any sehr ähnlich. Denn Irelia hat lediglich eine Betäubung. Ne? Ihr E betäubt entweder zwischen einer und zwei Sekunden oder es ist gar nur eine Verlangsamung. Die Frage ist nun, warum ist das für Incredible Miracles bzw. für Tuzin so attraktiv gewesen? Any ist ja auch ein ganz guter Stunbot und Irelia hat in dem Fight ja, ähnliche Aufgaben. Der entscheidende Faktor ist nun, dass Tuzin Irelia nicht an sich gespielt hat, sondern in Kombination mit Kalista und deren Synergie ist gar nicht so schlecht. Denn zum einen hat Irelia somit ein weiteres Werkzeug, um Hertha zu eröffnen, beziehungsweise, falls sie selber der Initiator ist, kann Kalista sie retten. Im Prinzip ist Kalista ohnehin mit vielen Champions, die eine härtere Öffnung mit haben, ein sehr, sehr guter Partner aufgrund der Situation, dass man, wie gesagt, auch als AD-Carry beschützen kann. Eine weitere Synergie besteht nur darin, dass Irelia auf das Face of the Mountain bzw. auf das Relic gespielt wird und mit der Q-Fähigkeit Vasallen last-hittet und somit auch entsprechend ihre Stacks abbaut und Kalista hochheilt. Das ist jetzt nicht überragend, aber schon nicht schlecht, denn das Core-Item-Bild besteht nun mal darin, dass man sich so schnell wie es geht um das Face of the Mountain kümmert. Witzigerweise hat Tuzin sogar den Face of the Mountain dem Sidestone vorgezogen und ja, er wollte einfach nur mehr Tankiness generieren bzw. noch ein Schild zur Verfügung haben. Von der Gesamteffektivität bin ich eigentlich sehr zufrieden gewesen. Incredible Miracle hat wirklich über lange Strecken des Spiels eine unglaubliche Führung gehabt und Irelia war auf jeden Fall ein Teil davon. Auch wenn die Anfänge ein bisschen schwer waren. Trotzdem konnten sie sich wirklich eine Zeit lang durchsetzen, bis natürlich ja, SKT komplett ausgerastet ist und ja, den Sieg am Ende doch holen konnte. Irelias Schuld war das aber nicht. Ich persönlich finde es nicht schlecht, denn nicht nur die Möglichkeit, Gegner zu betäuben, sondern auch absoluten Schaden an Zielen anzurichten, ist sehr, sehr praktisch. Denn was Supporter nämlich nicht können, ist außerhalb ihrer Fähigkeiten Rotation mit Auto-Attack sinnvoll sein. Das sind insgesamt nur sehr, sehr wenige. Man könnte jetzt Nautilus-Supporter zuzählen, der noch Leute festhält. Aber sonst glänzt sie vielleicht neben Thresh noch mit sehr, sehr viel Schaden auf ihren normalen Angriffen. Und dies ist im Prinzip etwas sehr, sehr Gutes. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich auf jeden Fall fand es sehr, sehr interessant, dass wir doch mal was anderes sehen und das auch mit stellenweise ganz guten Erfolg. Ich wünsche euch einen entspannten Tag, haut rein und viel Spaß beim Ranked.